Max Ernst, Pablo Picasso, Samuel Beckett, Nathalie Sarraute. Ich könnte jetzt wahrscheinlich eine halbe Stunde lang einfach berühmte Namen aufzählen. Die Namen derer nämlich, mit denen Werner Spies befreundet war, befreundet ist, mit denen er zusammengearbeitet hat. Es käme quasi ein halbes Jahrhundert europäische und amerikanische Kunst und Literatur zusammen, die uns Werner Spies vermittelt, erklärt und eingeordnet hat wie kein zweiter. Als Verfasser von Werkverzeichnissen und großen Monographien, als Museumsdirektor, als Kunstprofessor, als Kritiker, als Initiator von Ausstellungen mit Welterfolg und wie es dazu kam, das erzählt er uns in seiner, tja, ich würde sagen, doch auch Autobiografie. Werner Spies selber nennt es Erziehungsroman Mein Glück. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie mit mir Werner Spies. Angesichts dieser Vielfalt von Tätigkeiten, die Sie rund um die Kunst und im Dienste der Kunst ausgeübt haben, Herr Spies, habe ich mich gefragt, welche Berufsbezeichnung steht eigentlich in Ihrem Pass? Oder wie stellen Sie sich vor, wenn Sie jemanden nun gar nicht kennt und sagt, Herr Spies, was machen Sie denn so eigentlich? Also als junger Mensch hatte ich die Illusion, ich könnte sowas wie ein Kulturschriftsteller werden. Ich habe das Wort zu einem Lehrer gesagt, weil ich nicht wusste, was das bedeutet, aber weil es zwei Elemente hatte, die mich interessierten. Erstens die Kunst und zweitens Schriftsteller. Ich wollte einfach schreiben. Ich glaube, wenn ich beanspruchen könnte, so etwas wie Schriftsteller zu sein, der immer wieder dafür, dass er nachdenkt und schreibt, auch die Belohnung in der Praxis hat, indem er Ausstellungen machen kann, Museum aufbauen kann, dann wäre das der richtige Ausdruck dafür. Und vielleicht auch Vermittler, Konstrukteur von Freundschaften, die auch im politischen Sinne entscheidend sind. Denn ich denke, die deutsch-französischen Beziehungen, denen ich wirklich mein Leben gewidmet habe, sind für uns, für Europa. Und das hat ja eben jetzt auch der Nobelpreis für Europa gezeigt, etwas ganz Entscheidendes, weil wir uns ja nicht mehr da vorstellen können, wie das nach dem letzten Weltkrieg aussah. Als ich nach Frankreich ging, ging ich als ein ziemlich fremder jemand nach Frankreich, über den die Franzosen eigentlich zunächst nichts wissen wollten und von dem sie auch nichts wussten. Und mein ganzes Leben war Versuch der Annäherung, alle französischen Freunde, seien es Beckett, Butor, Nathalie Sarraute, Claude Simon, brachte ich nach Deutschland, denen gab ich Aufträge für Hörspiele, für Fernsehspiele, mit allen kam ich nach Deutschland und mit jedem fuhr ich nach Tübingen vor den Hölderlin-Turm, um ihnen zu zeigen, dass es doch auch mal ein anderes Deutschland gab und dass es vielleicht auch dieses andere Deutschland immer noch gibt für Leute, die sensibel sind für Poesie, Musik und so weiter. Und ich erinnere mich noch an die Rührung, mit der Samuel Beckett in Tübingen vor dem Hölderlin-Turm stand, mit Tränen in den Augen, und er zitierte auf Deutsch Gedichte von Hölderlin. Ja. Da hätte man gerne ein Aufnahmegerät, glaube ich, dabei gehabt. Ja, das stimmt. Aber andererseits, ich finde, es ist gut. Ich lebte noch oder ich begann noch an der Schwelle, wo man nicht alles aufgezeichnet hat, wo nicht alles fotografiert wurde, wo nicht alles mit der Kamera aufgezeichnet wurde. Und ich finde es großartig, dass mir noch etwas mit der Erinnerung, mit der Notwendigkeit der Erinnerung tun müssen und nicht alles zur Verfügung haben. Ja, aber dann könnten wir diese Erinnerung sozusagen auch akustisch mit Ihnen teilen. Ja, das hätte auch seinen Reiz, Samuel Beckett, Hölderlin. Ich höre noch. Sie hören den noch. Was, Herr Spies, ist eigentlich Ihr Geheimnis? Warum hatten Sie es so leicht oder warum ist es Ihnen so leicht gefallen, mit all diesen Menschen ins Gespräch zu kommen? Und das ist ja auch das, was man in Ihrem Buch immer wieder liest. Es ist immer von Tischgesprächen und sonstigen Gesprächen. Ja, man redet miteinander, entwickelt was miteinander. Sie haben Künstler inspiriert, Sie haben deren Werk nachgeforscht. Warum ist Ihnen das so leicht gefallen?
Vielleicht, weil ich zu diesen Menschen nicht als jemand gegangen ist, der etwas von ihnen wollte. Ich wollte ja kein Autogramm, oder ich ging ja nicht hin, um sie kennenzulernen und so weiter. Ich ging zu jedem dieser Menschen, dieser großartigen Menschen, die hier auftauchen, mit einer bestimmten Absicht, sie dafür zu gewinnen, mit mir zusammen etwas zu machen, was ebenso für Frankreich, Deutschland wie für die Welt bedeutend war. Die Theaterstücke, die ich bestellte, die Hörspiele, die ich bestellte, später die Ausstellung, die ich machte, das waren alles Dinge, die im Grunde professionell begründet waren. Es ging nicht nur um die freundschaftliche Begegnung, die kam dazu. Das war gewissermaßen ja, der Bonus dieser nahen Beziehung. Und in manchen Fällen war diese nahe Beziehung so wunderbar, dass die sich auch überhaupt nicht mit einem bestimmten Projekt deckte, sondern manche Figuren, manche Personen wie Nathalie Sarraut, Beckett, Max Ernst haben mich und meine Familie, Monique und die Kinder das Leben lang begleitet in einer Treue und Freundschaft. Ich muss sagen, was mich interessiert hat, war von vornherein ältere Menschen, Menschen, die schon etwas erlebt hatten. Das interessierte mich, weil ich wollte ja was lernen. Ich ging ja nach Frankreich, um etwas zu lernen. Und wir hatten von Frankreich sehr viel zu lernen. Alles, was irgendwie im kulturellen Bereich, in der Literatur, in der Kunst aktiv war in den 60er Jahren, geschah in Paris. Und die Begegnung mit diesen Menschen, die dahinter standen, ohne dass ich nun ins Biografische abgleiten wollte, haben mir die Augen geöffnet. Ihr Verhalten, ihre überraschende Einfachheit. Es war letztlich immer einfach, zu diesen Menschen zu kommen. Ich habe oft darüber nachgedacht, wenn ich das erste Mal zu Picasso komme, das gibt's an sich nicht. Niemand aus meiner Generation ist außer mir zu Picasso vorgedrungen. Picasso empfing nur seinen Schneider und seinen Friseur. Deshalb sagte ich, wenn ich zu Picasso kommen möchte, muss ich so etwas wie sein Schneider oder sein Friseur werden. Und dazu verhalf mir Kahnweiler, der große Entdecker von Picasso und vom Kubismus, indem er sagte, du musst das Werkverzeichnis der Skulpturen von Picasso machen. Und ich entdeckte das bestgehütete Geheimnis des 20. Jahrhunderts. Und damit, Picasso hat es auch entdeckt mit mir. Und das war für Picasso so wichtig wie ein neuer Haarschnitt oder ein neuer Kittel. Und ich weiß noch, als er das Buch durchblätterte, als ich das fertige Buch brachte, anderthalb Stunden lang, war er richtig erregt und er war überrascht von sich selbst. Er sagte einen ungeheuren Satz, auch in der Tragweite ungeheuren Satz. Er sagte, es ist wie wenn man eine fremde Zivilisation entdeckt. Und man spürte, dass dieser Mann plötzlich vor sich selbst fröstelte, Angst hatte vor dem, was er selbst gemacht hat, was er gewagt hat. Man hat das Gefühl, der ist auf den Gipfel gestiegen, wusste nicht mehr, wie er runterkommt. Und das war großartig. Das waren die Momente des Glücks und deshalb heißt das Buch auch Mein Glück. Das ließ sich auch wirklich sehr beeindrucken. Man denkt so, Neid, das hätte ich vielleicht auch ganz gerne so direkt und unmittelbar erlebt. Und das muss für Sie doppelt unglaublich gewesen sein. Sie sind Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre nach Paris gegangen und 1937 sind Sie geboren in der deutschen Provinz in Tübingen. Tübingen, ja. Und das ist ja ein sehr weiter Weg. Sie schildern auch das, diese große Beklemmung, in der Sie groß geworden sind, die Enge, diese Nachkriegszeit, immer noch auch geprägt natürlich von nationalsozialistischem Gedankengut oder dieser Prägung, die immer noch da war, sodass man selber eigentlich Beklemmungen kriegt, wenn man das liest. Das war sicher notwendig, dass ich gewissermaßen, es gibt eine wunderbare Geschichte von Beckett, Lexpülsee, da sieht man, da öffnet sich
eine Wohnungstür und das sind ein paar Treppen, die runterführen auf die Straße. Und da steht der Sohn und der Vater gibt ihm mit dem Bein einen Tritt, dass er runterfällt, Lexpülse. So kam ich mir vor, ich wurde auch ins Leben gestoßen. Nach dem Tod meiner Mutter, nach einer sehr unglücklichen Kindheit und einem Aufenthalt in einem strikt religiösen Bereich im bischöflichen Konvikt in Rottweil, wo ich Theologie nachher studieren wollte. Da suchte ich einen Fluchtweg. Und der Fluchtweg war für mich einfach die französische Literatur. Schon auf dem Gymnasium übersetzte ich für mich Texte von Saint-Exupéry. Und als ich mal in den ersten Semesterferien beim Süddeutschen Rundfunk war und dort in der Hörspielabteilung Manuskripte für Hörspiele las, die aus Frankreich kamen, habe ich festgestellt, da ist überhaupt nichts dabei, was irgendwie in Frage kommt, was irgendwie interessant sein könnte. Und ich habe dann dem Sender vorgeschlagen, ich fahre nach Paris und spreche mit Autoren selbst. Das war ein großes Prestige, mit französischen Autoren in Kontakt zu kommen. Ich habe gesagt, ja, ich soll das machen. Und die Leiterin der Hörspielabteilung, als ich zurückkam, war auch sehr beeindruckt. Ich sagte ja, ich traf dann unter anderem auch Aimé Césaire. Das ist ein Farbiger aus Martinique. Und dann erzählte ich von Rob Grier. Dann fragte sie mich, ist das auch ein Neger? Nicht? Das war ungefähr so auf dieser Ebene des Verständnisses. Und auf alle Fälle, da kamen die wunderbarsten Texte nach Deutsch. Es sind ungefähr 70 Texte, die ich bestellt habe von Francis Ponge und allen. Und wie gesagt, alle haben das Glück gehabt, den Stuttgarter Sender kennenzulernen und die entsetzliche Neckarstraße, über deren elendiges Aussehen Beckett auch sinniert hat und einen kleinen Text geschrieben hat. Das war schon sehr spannend. Das war sozusagen eigentlich der unmittelbare und direkte Weg zur Literatur. Aber wenn ich es richtig sehe, gibt es auch einen indirekten Weg schon in der Jugend angelegt zur bildenden Kunst, denn um dieser Enge zu entfliehen oder sich auch einen Ersatz zu schaffen, sind sie sehr aufs Religiöse gegangen, auf das Naturerlebnis. Ja. Und man denkt ja instinktiv, so weit ist es dann nicht mehr zum Irrealismus des Surrealismus. Ja, klar. Nee, das ist sehr spannend. Ich bekam zur Erstkommunion ein Buch geschenkt. Das war ein schönes Buch, Anfang der 50er Jahre, auf einem wunderbaren Papier gedruckt, eine Weltkunstgeschichte des Abendlands. Und da gab es auch ein paar Seiten, die dem 20. Jahrhundert gewidmet waren. Und unter den Abbildungen, die dem 20. Jahrhundert gewidmet waren, war ein Bild, das mich maßlos beschäftigte, mehr als alle anderen Bilder in diesem Buch. Ich wusste nicht, wer das ist, wo das ist. Der Name, ich habe dann später nach, Max Ernst, hat mir nichts gesagt. Aber das ist ein Bild, das mich unbewusst in seiner Unerklärbarkeit fasziniert hat. Und die Unerklärbarkeit, die Abschaffung der Kausalität, das wurde für mich das Ausgangserlebnis im ästhetischen Bereich. Das ersetzte in gewissem Sinne meinen Anspruch an Metaphysik. Das konnte einigermaßen fugenlos das ausgleichen, was sich mit dem katholischen Glauben und so weiter verloren hatte. Also dieser Gewinn einer Unerklärlichkeit. Und ich hätte Max Ernst dann in Paris ziemlich früh kennenlernen können, aber ich hatte einen Mentor, einen grandiosen Menschen, Daniel Henry Kahnweiler, der Entdecker von Picasso. Und auch sein Galerist, ein großer Galerist auch. Großer Galerist.